Herren, willkommen hier zu einem neuen Video bei Marvin Macht's. Xiaomi hat eine neue Smartphone-Serie auf den Markt gebracht, nämlich das Poco F6 und das Poco F6 Pro. In diesem Video geht es um das neue Xiaomi Poco F6 Pro, was das alles kann, wie das sich in den letzten Tagen bei mir im Test geschlagen hat und natürlich, ob sich ein Kauf lohnt. Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los. Ganz viel Spaß. Das Poco F6 Pro positioniert sich als Flagship, das die Lücke zu High-End-Smartphones schließt. Das Beste vorweg, es gibt bis zum 30.05. eine Rabattaktion von Xiaomi. Das heißt, das neue Poco F6 Pro ist direkt rabattiert um, ich glaube, 100 Euro. Das heißt, das gibt schon ab 499 Euro. Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Doch starten wir zunächst mit dem Lieferumfang. Hier findet man neben dem eigentlichen Smartphone noch ein USB-C-Ladekabel sowie ein 120 Watt Netzteil. Das ist auch direkt ein riesiger Pluspunkt, denn mit diesem Netzteil kann das Smartphone in sage und schreibe 19 Minuten vollständig aufgeladen werden. Ich bin ja gerade im Urlaub und da ist das Feature wirklich echt klasse. Wenn man mal vergessen hat, sein Smartphone aufzuladen, dann gehe ich einfach duschen, ziehe mich an und weiß, dass das Smartphone komplett aufgeladen ist innerhalb von wenigen Minuten. Außerdem, Xiaomi-typisch, ist hier direkt eine Display-Schutzfolie vorinstalliert. Das ist natürlich auch super. Weiter geht's jetzt mit dem Design und der Verarbeitung. Das Poco F6 Pro besteht aus Aluminium und verfügt über einen robusten Mittelrahmen mit matter Oberfläche. Die abgerundeten Ecken des Rahmens sorgen hierbei für einen angenehmen Griff. Die Rückseite ist aus vierfach gekrümmtem Glas gefertigt und hat eine samtige Textur, die sich zum einen sehr angenehm anfühlt, aber auch extrem schick aussieht. Mich persönlich erinnert die Rückseite so ein bisschen an eine Marmoroptik und das passt natürlich auch hier zu Dubai und dem ganzen Luxus, den man hier findet. In meinem Fall habe ich hier die schwarze Variante, es gibt aber auch noch eine weiße Variante, die sieht natürlich auch sehr schick aus. Zur Verarbeitung kann ich sagen, dass diese absolut top ist. Ich hatte das Smartphone auch bei einer Quad-Wüstentour dabei und es hat sogar einen Sturz im Rucksack ohne Probleme überstanden. Entsperren lässt sich das Smartphone über einen im Display integrierten Fingerabdrucksensor. Der läuft auch sehr zuverlässig. Außerdem ist auch eine Entsperrung per Gesichtserkennung möglich. Weiter geht's jetzt mit meinem Highlight des Poco F6 Pro und zwar dem Display auf der Vorderseite. Dort finden wir nämlich ein 6,67 Zoll großes WQHD Plus Flow AMOLED Dot Display. Mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hertz und einer Spitzenhelligkeit von 4000 Nits liefert es klare und scharfe Bilder. Gerade hier in Dubai, ihr seht es, die Sonne scheint, es ist mittags wirklich extrem hell. Und da helfen die 4000 Nits Peak Brightness auf jeden Fall dafür, dass man auch am Strand unter voller Sonne noch gut was auf dem Display erkennen kann. Das 3840 Hertz PWM Dimming reduziert Flimmern, was die Augenbelastung bei längerer Nutzung minimiert. Das Display ist TÜV Rheinland zertifiziert und bietet somit zusätzlichen Augenschutz. Mir hat es auf jeden Fall von den Farben, von dem Kontrast, der Helligkeit sowie dem Schwarzwert richtig gut im Alltag gefallen. Insgesamt fühlt sich das Smartphone auch sehr futuristisch an, weil die Displayränder schön dünn sind. Gerade jetzt in meinem Fall im Urlaub ist natürlich ein großer Punkt die Kamera und hier haben wir natürlich drei Kameras auf der Rückseite, die einen extrem guten Job machen. Die Kamera des Poco F6 Pro umfasst ein 50 Megapixel Triple Kamera Setup mit optischer Bildstabilisierung und einem Light Fusion 800 Bildsensor, der Wackler reduziert und die Bildqualität verbessert. Die 50 Megapixel Hauptkamera hat eine Blende von f1.6, dann gibt es noch eine 8 Megapixel Ultraweitkamera mit einer Blende von f2.2 sowie einer 2 Megapixel Makrokamera mit f2.4. Die Bildqualität der Kamera hat mir besonders gut gefallen. Die Farben sind natürlich gehalten, was zu authentischen und lebendigen Fotos führt. Der Kontrast ist ausgewogen und der Dynamikumfang sorgt dafür, dass Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen zu erkennen sind. Die Schärfe der Bilder ist ebenfalls echt top und trägt zu einer insgesamt hohen Bildqualität bei. Der Ultra-Night-Algorithmus ermöglicht auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen klare und helle Bilder mit akkuraten Farben. Das konnten wir gestern testen. Da hatten wir nämlich ein Barbecue mitten in der Wüste und da war natürlich nicht viel Licht vorhanden. Aber das Poco F6 Pro hat trotz schlechter Lichtverhältnisse echt noch gute Bilder und auch vor allen Dingen gute Videos gemacht. Insgesamt macht die Kamera echt viel Spaß und daher ist das Smartphone auch perfekt für Leute, die gern reisen und Fotos machen. Kommen wir jetzt zu der Leistung. Was steckt also an Hardware drin in dem neuen Poco F6 Pro? Das Smartphone wird von dem neuesten Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben, der natürlich mit fortschrittlichen KI-Fähigkeiten ausgestattet ist. Dies sorgt für eine beschleunigte Leistung und Konnektivität, die besonders für anspruchsvolle Spiele geeignet ist. Ja, liebe Leute, ich möchte mal auf das Thema Games eingehen. Ich bin jetzt gerade hier in Call of Duty Mobile. Macht echt Spaß, das Spiel. Und ich muss sagen, ich habe alle Einstellungen auf absolut high gestellt. Also die besten Grafikeinstellungen und das Spiel läuft absolut ruckelfrei, mega flüssig. Macht Spaß, hier mit zu spielen. Eine Besonderheit gibt es aber jetzt noch. Wenn ihr in einem Spiel seid, da kann man einfach oben links am Displayrand einmal reinwischen und dann hat man hier den Game Turbo Modus. Und den kann man aktivieren. Es gibt auf der einen Seite den ausgeglichenen Modus. Der spart nochmal ein bisschen Strom. Wenn ihr aber wirklich das Beste vom Besten rausholen wollt, auch die optimalen Frames pro Sekunde, dann könnt ihr hier den ultimativen Modus aktivieren. Der verbraucht natürlich ein bisschen mehr Strom, aber in Verbindung mit AI und dem Snapdragon-Prozessor habt ihr hier die optimale Performance und dann sieht man hier auch wirklich, das Spiel läuft jetzt mit 120 Frames, 118, 117, aber es pendelt sich so zwischen 117 und 120 Frames die Sekunde ein und vorher hätten wir 29 Frames die Sekunde.
Also 30 Frames versus 120 und das macht beim Spielen so einen Unterschied. Wenn ihr euch im Spiel umdreht und so weiter, da ruckelt gar nichts. Und ich kann euch sagen, bei dem einen oder anderen Spiel werdet ihr mit diesem Feature auf jeden Fall einen Vorteil haben. Gerade wenn ihr online spielt, im Multiplayer-Bereich. Was ich ganz nett finde, Wi-Fi 7 ist natürlich auch schon drin. Und ich kann euch sagen, im Alltag ist das Smartphone super schnell. Da ruckelt nichts, gerade in Verbindung, also einmal der Prozessor in Verbindung mit dem 120-Hertz-Display. Das ist alles butterweich. Das Gerät läuft auf Xiaomi HyperOS und bietet verschiedene Speicherkonfigurationen. Es gibt einmal 256 GB Speicher mit 12 GB RAM. 512 GB Speicher und ich habe hier die 1 TB Speicher Variante. Diese kommt sogar mit 16 GB RAM. Das ist natürlich unglaublich gut. Und diese Version mit 1 TB kostet gerade im Early Bird bis zum 30.05. ich glaube 599 Euro. Deswegen checkt den Link unten in der Videobeschreibung und ich finde, da könnten sich andere Hersteller auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden, was so die Speichergrößen und die Kosten dafür angeht. Wie ihr das seht, bin ich ja gerade hier in Dubai, auch am Strand und hier werden es wirklich tagsüber zwischen 36 und 40 Grad. Das ist natürlich extrem heftig. Ich fange auch hier gerade schon an zu schwitzen und ihr kennt das vielleicht bei Smartphones, gerade wenn die warm werden bzw. wenn ihr die in der Sonne benutzt, dimmt oft das Display oder auch die Leistung wird sogar gedrosselt, damit das Smartphone nicht überhitzt. Das Poco F6 Pro enthält hier eine neue Liquid Cool Technologie der 4. Generation und dies hält das Gerät auch bei längerer Nutzung kühl. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Obwohl ich hier am Strand das Smartphone ohne Ende benutze, also Filme, Fotos mache und so weiter oder auch mal das ein oder andere YouTube-Video schaue, geht das hiermit ohne Probleme, ohne dass das Smartphone überhitzt. Weiter geht's mit der Akkulaufzeit und die ist absolut top. Wir haben hier einen 5000 mAh Akku integriert und wie ich es ja eingangs schon erwähnt habe, kann der mit 120 Watt Hypercharge super schnell aufgeladen werden. Also das ist wirklich genial, in 19 Minuten komplett aufgeladen. Von daher ist Aufladen gar nicht mehr so ein großes Thema. Man hat eh eine gute Akkulaufzeit und wenn man dann mal denkt, oh, ich will heute Abend noch mal irgendwie losgehen hier in Dubai, doch mal noch mal zum Strand oder so, dann schließt man es eben 10 Minuten an, geht los und muss sich absolut keine Gedanken mehr um den Akku machen. Was ich auch echt super finde, dass das 120 Watt Netzteil direkt im Lieferumfang dabei ist. Bei anderen Herstellern muss man das optional dazu kaufen. Hier ist es direkt mitgeliefert. Neben dem Poco F6 Pro hat Xiaomi auch das Poco F6 vorgestellt, also ohne Pro. Und hier habt ihr eben den Vorteil, das Gerät ist nochmal günstiger, kommt auch mit einer 50 Megapixel Kamera. Ihr habt ebenfalls den 5000 mAh Akku. Ihr müsst so ein paar Abstriche hier und da machen, wie beispielsweise das Netzteil. Das ist 90 Watt statt 120 Watt hier bei dem Pro Modell. Und auch der Prozessor ist ein bisschen schwächer. Die Rückseite besteht zum Beispiel aus Kunststoff und nicht so hochwertig hier wie Glas bei dem F6 Pro. Ich kann euch aber sagen, ihr habt trotzdem ein 120 Hertz Display. Also für alle Leute, die nicht das Allerbeste brauchen, da ist wirklich das F6 eine sehr gute Wahl und es ist nochmal deutlich günstiger. Also Links zu beiden Produkten nicht vergessen unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zu einem abschließenden Fazit. Alles in allem hat mir das neue Xiaomi Poco F6 Pro verdammt gut gefallen. Gerade im Urlaub hat das einen echt klasse Job gemacht. Zum einen durch die extrem gute Akkulaufzeit, zum zweiten, da das Smartphone wirklich eine Top-Ausstattung hat. Also auch die Kameras auf der Rückseite haben hier Spaß gemacht, sodass ich meine große Kamera, mit der ich gerade filme, wirklich im Hotel gelassen habe und tagsüber nur mit dem F6 Pro die Fotos und Videos aufgenommen habe. Meiner Meinung nach hat Xiaomi hier einen absoluten Preis-Leistungskiller auf den Markt gebracht. Denn man muss ganz ehrlich sagen, zu dem Preis hier bekommt man bei anderen Herstellern eher so ein Mittelklasse-Smartphone, wobei man hier bei dem Poco ein absolutes, meiner Meinung nach, High-End-Smartphone bekommt. Die Rückseite fühlt sich unglaublich gut an und macht natürlich einen super hochwertigen Eindruck. Wenn euch das Smartphone jetzt interessiert, klickt unbedingt auf den Link in der Videobeschreibung, da gibt es weitere Informationen. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Ich bin jetzt raus, gehe jetzt erstmal zum Strand. Ist ganz schön heiß hier und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.